Mindestens 3 Menschen sind am frühen Samstagmorgen in Kiew getötet und 8 weitere verwundet worden. Zuvor hatte Russland in der Nacht begonnen, weitere Luftangriffe auf die Ukraine zu fliegen. Rettungskräfte durchsuchten am Samstag die Trümmer eines Hochhauses im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Sergei Bobko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, erklärte, die Schäden an dem Hochhaus seien durch Fragmente einer abgeschossenen Rakete verursacht worden. Er sprach von mehr als 20 Geschossen, die auf Kiew abgefeuert worden seien. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte auf Telegram, dass möglicherweise noch mehr Menschen unter den Trümmern gefangen seien. Das ukrainische Militär teilte mit, die Luftabwehr habe 41 von 51 Marschflugkörpern sowie 2 Drohnen zerstört, die von Russland auf Kiew, Charkiw, Dnipro und die Region Dnipropetrovsk abgeschossen worden seien. Es gab Berichte über Explosionen in anderen Städten, aber zunächst keine weiteren Angaben über Opfer oder Schäden. Ukrainische Behörden hatten berichtet, auf einem Parkplatz im Zentrum von Kiew seien am frühen Samstagmorgen Bruchstücke einer Drohne eingeschlagen. In der gesamten Ukraine herrschte dem Militär zufolge mehr als eine Stunde lang Luftalarm. Im ganzen Land sollen Flugabwehreinheiten im Einsatz gewesen sein.